Ne? Bist du also auch schon wieder da bei meiner weiteren Episode von Simskeddon? Da sind wir! Simskeddon geht in eine weitere feuchtfröhliche Runde. Leider doch nicht mit so einer langen Session, wie ich sie eigentlich geplant hatte, weil ich heute Nacht noch ziemlich viel schneiden muss bzw. geschnitten habe. Man betrachte die heutige Varo-Folge. Ja, mein umfangreiches Wissen war mal wieder der Hammer. Gemeinde Schmiel hat ja in der letzten Episode sich hier so ein bisschen verschlenkert und er möchte es bei der Arbeit ab sofort ruhiger angehen lassen. Dann kannst du knicken, mein Freund. Und was möchte er damit? Bianca Knautschgesicht ein Geschenk machen. Du hast eine Freundin, kannst du auch knicken, ja? Was ist denn das? Was bist denn du hier für ein, was denkt er sich? Ich weiß nicht, vielleicht ist er krank. Nee, geschmeichelt. Oh, ich bin so geschmeichelt, ich bin so ein unglaublich hübscher junger Mann. Ja, du bist halt auch wirklich, du bist ein, also der Hammer, wirklich. Gehmann, der Burner. In der Episode werden wir ein... Ui. Ich dachte gerade irgendwie, dass sie ihr den Arm rasiert. Aber das war zum Glück nicht so. Ich lass Gehmann jetzt einfach mal machen und geh mal zum Pewds rüber, denn hier werden wir ein bisschen was in unserer Bude machen. Der musste ja hart arbeiten wieder den ganzen Tag und möchte sich eine Kissenschlacht liefern. Das mal gleich mal weg und den Park besuchen, lass mal auch weg. Du, wirklich, Pewds, das ist harte Arbeit hier. Wir müssen aufräumen, ja, wir müssen aufräumen und das wird er jetzt machen, weil... Wenn wir nicht hier mal irgendwann aufräumen, das sieht ja auch alles ekelhaft aus hier. Das musst du dir mal echt auf der Zunge zergehen lassen, wie das aussieht. Bah! Ihhh! Und da kann natürlich unser böser Pewds kann natürlich aufräumen, weil mein Lieblingssim ist ja jemand anders. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mach das mal ganz schnell. Du kleiner Rabauke, räum mal auf! Schneller, schneller, schneller! Damit hat er, der braucht echt lang, ne? Der hat jetzt, glaube ich, gesamt eine Stunde irgendwie gebraucht dafür, um diese Zeitung wegzuräumen. So, die bitte auch recyceln. Einfach mal alles wegräumen hier. Ich glaube, jetzt wird er ein bisschen krank, aber das ist ja auch Banane. Also wir werden in der Episode erstmal aufräumen und dann werden wir uns ein Haustier holen lassen. Also wir werden keins erstellen, das geht glaube ich auch irgendwie, aber oder vielleicht erstellen wir auch eins, ich weiß es nicht, aber viele von euch haben sich gewünscht, dass ein tierischer Begleiter zu unseren beiden Chaoten hier zieht. Und da habe ich mir gedacht, warum denn eigentlich auch nicht? Und jetzt soll er hier mal das alles säubern. Säubern. Das ist anscheinend sauber, okay. Reden üben, Outfit planen. Muss ich denn hier sonst auch noch, das Waschbecken muss ich doch bestimmt auch putzen, oder? Nee, muss ich nicht, aber hier säubern. Aufräumen. Du, Freundchen, da ist ganz schön was zu tun hier. Ist ja ekelhaft, dass der so, bah. Guck dir das mal an, wie das hier aussieht. Ist das eklig. Sieht aus wie bei mir im Zimmer, ey. Und das muss echt was... Guck mal hier, auch wirklich, da macht dein Kollege macht so viel Dreck, da musst du jetzt echt mal hier ein bisschen dich ranhalten. Das Outfit hat er auch schon anders passende. How is it going, bros? Today I'm going to clean the toilet again. Und rubbel die Katz. Oh ja. Oh, schmier's lässig ein mit der Suppensauce. Oh, schmieri, schmieri, guck, wie die Pappels durch die Gegend puppeln. Oh, putzi, putzi. Mach mal schneller jetzt hier. Ist ja nicht zu fassen, wie lange der braucht. Schneller! Freundchen, ich sag dir was, ne? Geschlafen wird bei uns nicht. Gut, danach kann er ins Bett, dann hat er das meiste schon mal irgendwie weggeräumt. Da kann er vielleicht dann auch mal der Gehmann ein bisschen putzen. Aber jetzt soll er sich halt ins Bettchen legen und ich gucke mal, was unser Gehmann macht. Gehmann, Gehmann, Gehmann. Gehmann, Gehmann. Er steht im Bad eines fremden Hauses rum. In dem sonst nur eine stark bebrüstete junge Dame ist. Uiuiuiuiui. Was könntest du denn machen, Gehmann? Du schmutzig, okay. Ja, deine Hygiene und auch dein Durst ist höchst bescheiden. Geh mal nach Hause und kümmere dich darum. Was mal. Hä? Oh, warte mal. Warte mal kurz. Nee, nee, nee. Nicht nach Hause gehen. Nicht nach Hause gehen, bitte. Bitte. Komm, der crasht jetzt das Picknick. Guck. Ja, ich nehme auch mal ein bisschen was, hallo? Und, ich mach ein bisschen mit, ne? Ne? Ey, gebt dir mal die Fresse von der Tante, ey. Wie sie einfach drauf scheißt, dass da ein Typ herkommt und isst. Ja, ich bin einfach immer ein bisschen am Essen, ne? Du kannst ja ein bisschen im Stehen lesen. Ich geh mal nicht mit und hau mir einfach alles rein. Das...
Das juckt die gar nicht. Nee, das juckt die echt nicht, ey. Krass, hätte ich nicht gedacht. Gut, haben wir halt kurz mal ein kleines Picknick eingenommen und dann können wir uns jetzt nach Hause bewegen. Was macht denn Pewds? Pennt der denn wirklich? Hat er sich ins Bett gelegt, der kleine Schlawiner? Dann spulen wir jetzt mal schnell ein bisschen vor, so dass unser lieber Gehmann hier schleunigst ankommt. Guck mal, da kommt er rein hier, der junge Stylist. Und kann jetzt sich mal direkt drum kümmern, das Klo weiter zu säubern, finde ich. Weil das ist nach wie vor dreckig. Ne? Und nachdem du das Klo gesäubert hast, säubert er gleich ein weiteres Klo, nämlich sich selbst. Ja, ich mache mir das Klo ein bisschen sauber. Boah, das Klo war aber auch echt mies dreckig, wenn das zwei Leute braucht, die das säubern. Ach, jetzt macht er sich erstmal einen Plasma-Orangensaft. Hat er die Prioritäten gewechselt? Der alte Schlawiner hier. Pfeift sich erstmal wieder ein bisschen was an leckeren Fruchtsäften mit Blut rein und jetzt sollte er eigentlich... Oh, guck mal, er räumt gleich auf. Oh, das darf man nicht stören, wenn er gleich aufräumt hier. Das ist ja klasse. Und dann soll er jetzt mal noch schnell duschen und danach kann er sich dann eigentlich mal... Muss er auch pennen gehen. Er braucht ja einen Sarg, haben mir auch viele von euch geschrieben, dass der gar nicht richtig schlafen kann, weil er eigentlich einen Sarg braucht. Und deswegen sollten wir uns eigentlich auch mal wirklich einen Sarg kaufen gehen. Komm, gehen wir in den Kaufmodus und dann schmeißt man das Doppelbett irgendwann mal raus oder eigentlich möglichst bald. Jetzt das mal hier kurz nicht ins Badezimmer, sondern ins Schlafzimmer. Wo könnte man denn hier einen Sarg kaufen? Für die Mucke ja immer so. Die Mucke, man fühlt sich immer sehr verarscht, was, Sammlungen, Familieninventar nach Funktion sortieren. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier einen Sarg finde. Draußen, Kinderzimmer, Büro. Gibt's hier irgendwo nicht Spezial? Ich fühle mich von der Musik so verarscht, weil das gibt mir mega das Gefühl, als hätte ich gar nichts drauf. Dankeschön, Musik. Ich hätte gerne einen Sarg. Oder? Mir wurde gesagt, ich brauche einen Sarg. Vielleicht wurde ich auch verarscht in den Kommentaren. Kann natürlich auch sein, ha? Dass ich da ein bisschen... Warte, das sieht komisch aus. Ladestation Nexus 9. Aber, das ist er. Nee. Majestätische Ruhe, das ist doch bestimmt irgendwo hier bei den Symbolen. Ultimatives Bungalow-Bett. Boah, ist das super, ey. Da sucht er die ganze Episode, sucht er jetzt hier so einen Sarg raus und findet einfach keinen. Das ist doch das beste Let's Play auf ganz YouTube. Ich finde den Sarg nicht. Tut mir leid. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Gibt keinen Sarg für ihn. Kann er knicken. Hast du gehört? Hallo? Du, kannst du knicken mit dem Sarg. Ist leider keine Option. Musst du so schlafen gehen, weil anscheinend regeneriert er sich so nicht richtig und was weiß ich was, aber gerade läuft er sowieso halbnackt durch die Gegend. Deswegen, Vorspul... Ach, der pennt da wirklich und so. Und jetzt mal ganz schnell, schlafet meine Kinderlein, schlafet selig ein. Vielleicht kommt mal... Ein Einbrecher war auch schon lange nicht mehr da, gell? Irgendwie. Ein Einbrecher hat man schon lange nicht mehr am Start. Wie sieht's denn bei dem aus? Der ist eigentlich auch schon fast wieder fertig hier mit dem Pennen. Hat halt nur mega mies Hunger, dann kann er sich... Ich kann auch gleich mal wieder was kochen. Pewds war doch der böse Koch. Now I'm cooking something. Deswegen kann er ja... Nee, nicht Frühstück servieren, sondern nur Frühstück essen. Koch mal Waffeln hier direkt nach dem Aufstehen. Du alte Kanüle hier. Guck mal, jetzt steht er gleich auf. Ich muss... Sag mal, heute habe ich auch echt... Heute habe ich einen Harndrang, ja? Also damit meint... Ich spreche natürlich wieder in der Position von dem Sims, ne? Ganz klar, was kommentiere ich von Quatsch zusammen. Ja, Pewds, es wird Zeit, wie schnell die auch immer aufstehen. Das ist so unrealistisch, wirklich. Also wenn ich um 4 Uhr stehe ich sowieso nicht auf, da gehe ich meistens erst ins Bett. Und das ist echt, also wie die immer aufstehen, da denkt man sich schon so, ja, da habt das ganz schön drauf hier mit dem gut aus dem Bett kommen. Aber jetzt schauen wir mal wieder zu, wie Pewds hier wunderschön ein bisschen Essen kocht. Zucker, ah ja, und ein bisschen Milch. Stefano! Zucker? Ja, und ein bisschen Milch? Ja, ja, ja. PewDiePie! Ja, und hier ein bisschen reingerührt und dort. Und ja, das schmeckt wirklich super lecker. 1A, nochmal ein bisschen hier nachkosten und komm, das soll jetzt auch mal bald fertig werden. In den Ofen damit. Ein paar Sekündlein warten. Boah, ich habe noch nie selbst Waffeln im Ofen gemacht. Immer nur mit einem Waffeleisen. Und um 5 Uhr nachts frühstückt er. Unser lieber Pewds, während G-Man immer noch ein bisschen schläft und immer mehr Durst bekommt. Das heißt, er kann eigentlich gleich hier sich einen Plasmasaft reinziehen gehen und dann danach noch ein bisschen das Nachtleben genießen, obwohl es ja eigentlich ist es morgen. Ja, also Tag-Nachtleben ist ja eigentlich vorbei. Pewds, du gehst mir auf den Sack, dass du nicht aufräumst, deswegen mach das mal, anstatt da blöd sitzen zu bleiben. Und als nächstes kannst du ja gemein zu G-Man sein, denn der steht gleich...
Ich dachte gerade, er wäre aus dem Bett verschwunden. Denn der steht gleich auf. Warte mal. Er steht gleich auf. Er steht gleich auf. Er steht gleich auf, habe ich gesagt. So. Boah. 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 So, gemein. Andeuten, Mutter sein, Chupacabra. Dieven verspotten, drohen, Schwäche aus, gemein einschlagen. Vorwerfen, ein Vampir zu sein. Komm, konfrontieren wir. Loopsie? Konfrontation. Jetzt mach doch was! Weißt du, da spiele ich hier mega die epische Mucke ein und einfach niemand tut was. Mhm. Jetzt hat auch niemand weiter vor, was zu tun irgendwie. Achso, er muss jetzt seinen scheiß Plasmasaft hier mal wieder zu Ende trinken. So, jetzt. Du bist ein Vampir! Und ein fieser, gemeiner Mensch dazu auch noch. Ein bisschen beleidigt. Oh, da wird direkt wieder gekämpft. Hä, wie soll denn er gestehen, ein Vampir zu sein? Ach, jetzt gesteht er das. Ui. Ja, ich bin ein Vampir. Na, das ist mir doch scheißegal. Das muss ich die ganze Zeit. Ich bin PewDiePie. Okay. Sie sind Feinde. Haben sich unglaublich lieb und wir können jetzt hier eigentlich nur noch gemein sein und tolle Sachen machen und streiten und mit Handschuh schlagen und es ist super, ey. Guck dir das mal an, Rechnung wieder bezahlen. Ja, dann möchte ich mit meinem Handschuh geschlagen, voll ins Gesicht. Also er wollte ja eigentlich noch so ein blödes Ferngespräch führen und Pizza bestellen will er auch noch, das kann man natürlich auch noch erledigen. Aber also irgendjemand hat mir geschrieben, ne, dass ich vielleicht irgendwie so ein Ferngespräch führen muss oder so. Ich weiß bloß nicht, ob das mit so einem normalen Apparillo geht. Nee. Wir können ja jetzt erstmal. Also wir wollten ja erstmal noch ein Tier holen. So. Ja, das machen wir jetzt mal. Und da habe ich aber noch Pläne für die nächste Episode. Die werden was mit dem Bett zu tun haben und mit der Beziehung, die unser lieber Gehmann hat. Jetzt komm. Lass mal dem Gehmann, der holt sich jetzt so eine. Nee, Pewds holt sich natürlich eine böse Katze. Pewds ist ja der Böse hier. Pewds. Ich brauche ein böses kleines Kätzchen. Ist denn eigentlich Samstag? Gut, da muss niemand arbeiten. Das ist ja schon mal was richtig Tolles. Und zwar ging das denn hier irgendwo bei Dienste. Tier aus Tierheim adoptieren. Und übrigens hat Gehmann eine neue tolle Arbeit, aber jetzt wird erstmal adoptiert. Blablabla. Ja, hallo. Moment. Ja, hallo, ich würde gerne ein Tier adoptieren. So. Und zwar können wir, ja genau, ein Pferd, ein böses Pferd, das wäre es gerade noch. Also wir erstellen kein Tier, weil wir haben eh schon genug Zeit im Erstellungsbildschirm verbracht und deswegen adoptieren wir was. Und ich würde vorsagen, da fällt aggressiv und hier, da fällt mir die Wahl leicht, ja. Also bei so einem komischen Hamster, der mich da anschaut, ja, ich bin sicher, dass ich dieses Tier adoptieren will und nennen wir es Peppy, nee, wir nennen es Ivilius Malus die... Nee, Moment. Doch, Ivilius Malus? Nein, dann nehmen wir es Diabolus Malus. So, meine... Sag mal! Da muss man es halt zusammenschreien. Diabolus Malus. So, meine ehemalige Lateinlehrerin ist bestimmt stolz auf mich, dass ich hier irgendwelche komischen Ablativ-, Genitiv-, Dativ-Endungen vermische und irgendwas im Akkusativ draus bastel. Aber der Wutsch, das passt schon. Kein Problem. So, jetzt habe ich eine Katze adoptiert. So, haha, die wird ja alles verkatzen, denn ich bin PewDiePie. Und, oh, guck mal, kommt da jetzt das... Es gibt einen neuen Zeitungsjungen. Oh mein Gott. Es gibt einen neuen Zeitungsjungen. Er möchte gerne Pizza bestellen. Das kann er ja... Dann bestell halt Pizza. Wer hält dich davon ab, hä? Wer hält dich davon ab, Pizza zu bestellen? Wer hält dich davon ab? Wer hält dich davon ab, Pizza zu bestellen? Wer hält dich davon ab? Komm, dann ruf halt die Pizza. Pizzaservice, 30 Euro, anrufen, bestell halt Pizza. Damit hat sich auch sein toller Wunsch dann wahrscheinlich gleich erfüllt. Wann kommt denn hier das Kätzle? Ah, kommt das auch am Samstag? Oder kommt das nicht am Samstag? Er kann eigentlich mal wieder rausholen und bei diesem guten Wetter kann er ein bisschen trainieren, finde ich. Oder? Findet ihr nicht, dass sich das lohnt? Klimmzüge hier, komm. Was denn hier jetzt? Begrüßt werden? Hä? Was macht die da drin jetzt? Was? Oh Gott. Diabolus Malus. Wo ist er denn? Wo ist er? Diabolus Malus. Oh, guck mal. Hallo. Wir haben ein neues wunderschönes... Oh, guck's dir an. Oh. Diabolus Malus. Komm, das ist ein Bild für die... Oh ja. Oh, diese... Oh.
Dieser Visar. Oh, Diabolus Malus, du weißt gar nicht, worauf du dich hier einlässt. So, und zu ihm wird man direkt unfreundlich, ja? Wir sind ja böse, ja? So, gleich gemein. Angreifen. Direkt angreifen einfach nur. So. Und er geht trainieren draußen im. Oh Gott, das kleine Kätzchenlein hat Angst vor der Gewitterline of the People Line. Oh mein Gott, oh my goodness. Nicht scheuen, bitte. Keine Angst vorm Haus. Einfach rein. Während er hier die Pizza auf den Boden legt. Ja, und dann lacht er auch noch. Ja, ich bin ein jemandes Männer, ich bin ein mieses Arschloch. Was, Gemalis Miller den auch adoptiert? Nein, das ist nur PewDiePie. So, mach das mal alles weg hier. Oh Gott, jetzt kommt der Angriff. Oh ja, mach ihn fertig, gib ihm voll auf die Fresse. Ja, da brauchst du auch direkt Angst haben, mein Freund und Kuhwell. Steh ja hier. Müssen wir dann auch ein Katzenklo kaufen? Wahrscheinlich müssen wir ein Katzenklo kaufen. Das wird schon irgendwie so, jetzt kannst du vielleicht mal irgendwie auch die Pizza essen? Sag mal, was ist denn das für ein Arsch? Der kauft eine Pizza und stellt sie auf den Boden. Jetzt muss ich mich hier um so viel gleichzeitig kümmern. Oh Mann, in Pfütze spielen. Ja, das ist okay. Während der Pewds hier trainiert und so muskulösen Overbody wird. Das ist kein Ding. Das ist kein Problem. Die Katze schleicht sich langsam heran. Während, Es ist ein Traum. So, und danach kannst du ja zu Pewds ein bisschen nett sein. Nicht spielen, sondern einfach nur freundlich betteln und danach ein bisschen gebürstet werden und Spaß haben und alles Mögliche. Oder das ist vielleicht ein bisschen schneller. Während Pewds sich weiter auf die Fresse legt am laufenden Band. 5 Stunden am Stück auch. Und stinken tut er auch. Oh Gott, ist das tragisch. Ja, Pewds, du kannst, glaube ich, langsam einfach mal aufhören, oder? Bis zur Ermüdung trainieren ist 15:30, okay. Dann mach das noch fertig. Ja, die Katze miaunt dich voll, das ist kein Ding, ignorier das. Ignorier das vollkommen. Hallo, ich bin PewDiePie und du bist meine böse Katze. Ist er krank? Nee, aufwärmen. Guck mal, ich hab einen Laserpointer. Guck mal, ich hab einen Laserpointer. Guck mal, ich hab einen Laserpointer. Oh mein Gott, ich hab einen Laserpointer. Oh ja, ich hab einen Laserpointer. Also deine Hygiene ist mega beschissen, Alter. Geh echt mal duschen, das ist ja ein Trauerspiel mit dir, ey. Er möchte immer noch im Pool nackt baden und ein Sternzeichen erfahren. Das will ich aber nicht, dass er das tut. Und er will. Ein Katzenklo ist natürlich. Und Napf ist auch eine gute Idee, ey. Das brauchen wir ja alles, du. Wo kann man das denn einkaufen? Das werden wir in der nächsten Episode erfahren. Von Sims Gaddon. Und dann werde ich übrigens auch was mit dem Bett machen. Und vielleicht gehen wir zu seinem wunderschönen ersten Mal. Bleibt bis dahin auch weiter mir erhalten. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao, tschüss und reingehauen.